Im Südwesten Chinas liegt ein geheimnisvoller Ort. Ein Dorf mitten in einer Höhle in den Bergen. Wir machen uns auf den Weg. Das Dorf soll sich in der Guizhou-Provinz befinden. Kennt man hier die Höhle von unserem Foto? Hallo, wissen Sie, wie wir da hinkommen? Ja, ihr folgt einfach diesem Weg und geht dann dort drüben weiter. Das ist ungefähr noch eine Stunde Fußmarsch entfernt. Unterhalb des Gipfels, 1800 Meter über dem Meer, treffen wir einen Farmer. Weiß er, wo sich das Dorf befindet? Kennen Sie diesen Ort? Ja, klar. Ich komme gerade aus der Stadt, da ich ein paar Sachen für die Höhle kaufen musste. Kannst du uns die Höhle zeigen? Klar, hier geht's rauf. Einmal wöchentlich nimmt Wang Heng 2 Stunden Fußmarsch auf sich, um die nötigsten Einkäufe zu erledigen. Das ist unsere Höhle, unser Zuhause. Tatsächlich, der Ort von unserem Foto. Die Menschen leben hier in einer Höhle, so groß wie ein Flugzeughangar. 16 Holzhäuser formen ein kleines Dorf. Hier sammeln wir unser Holz, um Feuer zu machen. Unsere Häuser sind aus Bambus gebaut. Und die Höhle ist unser Dach. Das ist Wang Hengs Haus. Er hat es selbst gebaut. Ich bin wieder zu Hause. Wang Heng lebt hier gemeinsam mit seiner Frau, seinen 3 Töchtern und seiner Schwiegermutter. Geschlafen wird im Obergeschoss. Das ist mein Bett. Ich teile es mit meiner Frau. Dieses Bett ist für Gäste, Freunde oder Verwandte. Wir haben nicht viel Platz. Unsere Sachen lagern wir nebenan. Das ist praktisch. Fernab der Zivilisation leben im Höhlendorf insgesamt 18 Familien. Knapp 90 Menschen. Die Türen stehen immer offen, Schlösser gibt es nicht. Essen, Kleidung, Elektronik, alles teilen sie gemeinschaftlich. Ich bin glücklich. Ich lebe hier seit über 30 Jahren. Schweine, Ziegen und Hühner. Um zu überleben, halten die Bewohner ihre eigenen Tiere. Auch Gemüse bauen sie an. Alles, was übrig bleibt, wird auf dem Markt in der Stadt verkauft. Davon leben sie. Wir haben sogar unsere eigene Trinkwasserquelle. Das ist sehr praktisch. Und zwar dank der Tropfsteine. Das Wasser kommt direkt aus den Bergen, ist somit trinkbar und wegen der vielen Mineralien sehr gesund. Für Wang Heng steht jetzt Viehtreiben an. Jeden Morgen muss ich mit den Kühen und Ziegen raus und anschließend Brennholz sammeln. Es ist wirklich ein ungewöhnlicher Ort zum Leben für eine Bauernfamilie. Die riesige Herde auf den schmalen Bergpfaden zu führen, ist eine besondere Herausforderung. Das Vieh macht viel Arbeit. Morgens gebe ich ihnen Wasser und anschließend führe ich sie auf eine Weide, damit sie fressen. Doch wie ist das Höhlendorf überhaupt entstanden? Nach der chinesischen Revolution sind unsere Vorfahren hierher geflüchtet, um sich vor Räubern zu verstecken. Auf dem Rückweg muss Wang Heng noch Brennholz sammeln, damit es auch bei winterlichen Temperaturen noch warm in den Hütten bleibt. Das ist sehr anstrengend. Aber wenn wir das nicht machen, können unsere Frauen auch nicht kochen. Musik
Die Kinder bleiben von dieser Arbeit verschont. Jedoch müssen sie jeden Tag zur eigenen Höhlenschule. Lehrer Wang Long unterrichtet hier schon seit 4 Jahren. Er wohnt selbst in der Höhle. Guten Morgen, Herr Lehrer. Setzt euch bitte hin. Heute werden wir Folgendes lernen. Die eifrigen Schüler haben schon große Pläne. Ich will mal Ärztin werden. Als die Schule in die Höhle gebaut wurde, haben die Bauherren beim Dach gespart. Die Höhle ist unser Dach. Wenn es regnet oder windig ist, stört uns das hier nicht. In der Freizeit vergnügen sich die Kinder mit Höhlenmalerei. Doch das Leben in der Höhle birgt auch Gefahren. Dort drüben ist mal ein schwerer Stein heruntergefallen. Das war sehr gefährlich, aber zum Glück ist an dem Abend keiner dort gewesen. Doch nicht nur die Steine sind eine Bedrohung, auch die Abgeschiedenheit birgt Risiken. Das ist das Grab meines Bruders. Er ist auf einmal krank geworden. Wir haben keinen Arzt hier und am nächsten Tag war er tot. Sie machen das Beste daraus. Basketball ist die Lieblingssportart der Höhlenjungs. Und bei Regen kommen sogar andere Dorfbewohner hierher, um im Trockenen zu spielen. Das Verrückte, eigentlich müssten die Höhlenbewohner hier schon längst nicht mehr wohnen. Die Regierung hat für die ärmeren Familien extra richtige Häuser gebaut. Doch umziehen will Wang Heng trotzdem nicht. Die Regierung möchte, dass wir hierher umziehen. Aber wir denken, dass die Häuser in einem sehr schlechten Zustand sind. Alles ist undicht. Wenn es regnet, tropft es rein. Die Wände sind aus Schlamm und zerbröseln einfach. Seht nur. Marode Bausubstanz. Und nicht nur das. Wasser gibt es hier auch nicht. Leben auf dem Trockenen? Für Wang Heng undenkbar. Das Haus hier steht leer. Das steht auch leer. Und das hier auch. Das auch. Ich lebe lieber in einer Höhle als in so einem maroden Haus. Und damit führen die Menschen hier den Lebensstil ihrer Vorfahren bereits in der 6. Generation fort. Für die Zukunft planen die Höhlenbewohner, mehr Touristen anzulocken. Die Regierung will dafür nächstes Jahr sogar eine Seilbahn zum Dorf bauen, um den Besuch an diesem geheimnisvollen Ort zu erleichtern.